Hallo und herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die. So, nach unten. So, hier. Dann fangen wir, glaube ich, an hier mit dem Ohr. Das bedeutet, wir nehmen eine Rampe. Wir nehmen ein. Warte mal, ich mache das jetzt gerade mal. Warte, 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 Sekunde. Wir hauen das mal weg. Gib mir hier die da. So, muss ich nicht dauernd umändern. Genau, nach oben. So, das wäre dann Ohrwatschel. Ohrwatschel. Da hast du große Ohren oder kleine Zerbe? Ich glaub, das hier reicht fast schon. Ach nee, ach, damit geht er zurück. Ach, damit geht. Ich verstehe es. Ich verstehe es. Rampe. So. Und Ohrwatschel zu. So. Ganz spitze Öhrchen, damit er da auch alles hört, wenn einer abbauen will. So, ist gleich jetzt mal auf der anderen Seite. So, Kater, ich wünsche dir eine gute Nacht. Vielen, vielen Dank fürs Reingucken. Und vielen, vielen Dank fürs Dabeisein. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Schlaf gut und träum was Schönes. Und in der Festung sind wir sicher. So war das, glaube ich, ne? Vielen, vielen Dank, Katerchen. Gute Nacht. Na, oben mit uns. Wer bettelt denn? Wer bettelt? Ich bettel nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. So, zack. Ach nee, ich brauche die ja gar nicht. Nein, lass die. Wir machen das so. Kopieren. Die da. Zack, zack. Zack, aufwerten. Diesmal sind wir auch lieb und laufen nicht auf nassen Beton, Marine. Siehst du? Ganz lieb sind wir. 29 Grad und es wird noch heißer. Oh. Okay. Du. Die Heizung angemacht, oder warum? Du, nein, warte, ich habe ja Rampen hier. Dann das hier. Ah, seht ihr jetzt? Ah, so funktioniert das jetzt. Ich verstehe, ich verstehe. Aufwerten. Und Ohrwatschel Nummer 2 ist nicht fertig. Ich habe da gerade einen Hund reingebracht, richtig? Nee, habe ich. Doch, habe ich. Ah, ja, habe ich. Was habe ich denn jetzt gemacht? Hä? Dim, 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 dim. Ich habe da jetzt gerade. Ja, natürlich habe ich da einen Hund reingebracht. Ja, ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es, ich sehe den Fehler. Ich sehe den Fehler, ich sehe ihn. Schnell weg damit. So, warte, kann ich hier hoch? So, wir müssten ja noch eins weiter raus. Das ist falsch hier. Tierflüsterer. Ja. Das ist ein versteckter Skill. Den hat nicht jeder, ne? Den hat absolut nicht jeder. Der ist nicht nur versteckt, der ist super Geheimschrotti. Der ist super geheim. Aber ich würde euch den auch gönnen. Also, so ist es ja nicht. Also, der muss nämlich auch noch weg. Und da muss nochmal so ein Flexstone rein. Weil wir haben hier 1, 2, 3. Genau. So, da ist mein Fehler. Das ist nämlich schon das Ohrwatschel innen. Das bedeutet, wir brauchen das hier. Dann das hier und dann ist Tag, dann gehen wir nochmal losziehen. Wir brauchen definitiv um einiges mehr, ne? Sag's mir. Mechanische Teile noch. Nein, nur. Nicht drüber hüpfen hier. So, das bedeutet, wo fangen wir an mit dem Ohrwatschel? Komm, komm. Und jetzt da fangen wir hier an, ne? Das müsste jetzt richtig sein. Hier. Hier, da, passt. Dann nach oben. Und dann kommt jetzt der finale Abschluss. So, hier, das da. Einmal, zweimal und jetzt müsste es passen. So, dann haben wir nämlich schon den ersten Schädel fertig. Und er ist nicht eingestürzt. Toi, toi, toi. Also jetzt müssen wir mal gucken, wie das ausschaut von weiter weg. Und von der Seite und von sowieso und überhaupt und sowieso. Ja, da fehlen halt jetzt noch die Augen, ne?
Obwohl, der Kopf ist fast so hoch jetzt, glaube ich, oder? Jo, nach oben, nach oben, nach oben. Also, das wäre natürlich cool, ne? Es war ja mal irgendwie eine Überlegung, dass man sich einen Wolf zähmen kann, aber irgendwie... Ich bin viel zu weit weg, verdammt. Aber irgendwie haben die das ja nie geschafft. Das wäre echt mega, wenn man sich so ein Tier zähmen könnte, ja. Aber das klappt ja irgendwie nicht. Und dann könnt ihr das tanken. Genau, und dann bekommst du die Prügel nicht. Das wäre natürlich mega. So, ich finde den aber eigentlich echt ganz süß. So, Pupillen oben oder unten? Das ist die Frage. Und vor allem brauchen wir dann noch Farbe für den Cerberus hier. So, oben? Ja, oben. Den vollen Überblick hier. Hüpf. Ah, nicht drüber. Ja, und die Ohrwatscheln, oder? So kann man das doch lassen. 11, 18, der Stranger kommt so... Ja, das ist... Die haben immer, ne, irgendwie... Die wollten seit Ewigkeiten NPCs einbauen. Die wollten seit Ewigkeiten diesen Behemoth einbauen. Jetzt haben sie hier halt diesen Kamikaze-Bomber da. Dann war mal im Gespräch, sie wollen Ding hinzufügen. Wie heißt es jetzt? Als ob der Augenringe hat. Ja, so ein bisschen. Nein. Der wird nochmal schön angemalt. Der hat keine Augenringe. Der wird nur schön angemalt. Die wollten so viel machen und haben es dann nicht reingebracht. Das ist halt dann sehr schade. So. Ein bisschen zu hell. Ja, das fehlt halt jetzt noch. Es ist halt echt schwer. Obwohl, jetzt würde ich wieder sagen, Kopf weiter runter. Es ist echt verdammt schwer. Vielleicht den oberen Schädel nochmal runter? So, und dann mit Farbe halt noch. Aber ich glaube tatsächlich, wir müssen die Augen doch runtersetzen. Dann machen wir beim nächsten Kopf anders. Das kriegen wir schon hin. Das müssen wir hinkriegen. Nee, ich muss das ändern, Leute. Ich muss das ändern. Das lässt mir jetzt keine Ruhe. Nein. Aber da muss geändert werden. Da muss passen. Ich bin sonst nicht zufrieden. Da tust du gerne rein. Okay, reintapsen in die Falle. Ja, dann tu dir keinen Zwang an, ne? Hüpf. So. Aber wer den Pudding da ausgehalten hat, der hält das natürlich auch aus. Gar kein Problem. Also, dann ist es jetzt quasi ein bisschen wie Buddeln. Müssen wir jetzt hier das umändern und dann die Stirn eins runterziehen. Weil sonst ist das Gesicht zu lang. Das passt nicht. Das tut mir leid. Das tut mir leid. Nette Leute kommen nicht in den Topf. Oh, 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 oh. Das heißt, man futtert dann böse Leute. Kriegt man dann das böse Gen ab und wird auch böse Hexe? Ah, die kommen woanders hin. Oh Gott. Hilfe! Hexe! Hexe, Hilfe! Achso. Mit einem Eintopf besiegt. Es ist eine Falle. Okay. Ist auch ziemlich heikel. Okay. Böser Eintopf. Noch besser. Oh, Mann, oh Mann. So, okay. Dann brauche ich das hier. Das kommt jetzt quasi hier rein. So, aufwerten. Ich gebe nur ungern meinen Acker aus der Hand, aber es muss sein. So. Obwohl. Bitte? Nee, das ist zu hoch. Dann die Fässer wieder. Dann wieder drehen. Mir gerade selber sehr unschlüssig, leider. So und so. Ja, das passt schon besser. Das passt schon besser. Und jetzt muss die obere Stirn... Warte mal, passt sie jetzt? Waren das nur die Augen, die mich gestört haben? Nochmal runter. Also, wo die hinkommen, sage ich nicht. Hexe. So, ab nach oben. Die Höllen und Basis, genau. Das hört sich nach einem Plan an, ne?
Ja, der. Nee, das ist so. Oder? Mit ein bisschen Farbe noch? Bin mir gerade unschlüssig. Muss jetzt die Stirn noch eins runter oder nicht? Was sagt ihr, Leute? Jetzt sieht es wieder passend aus, ne? Zwei, Topf. Ich will auch was. Ich glaube, jetzt passt es wieder. Weil man muss ja auch denken, da kommt ja jetzt noch Farbe, ne? Passt. Ja, die Augen waren es, was mich gestört haben. Okay, nur die Augen. Das sieht man mal, was so ein Block Unterschied ausmacht, ne? Ein Blöckchen. Und alles sieht anders aus. So, ab nach oben. Jetzt kommt der zweite Schädel. So, und zwar habe ich ja gesagt, den hätte ich jetzt gerne. Der soll jetzt hier so nach unten gehen. Wie macht man das jetzt am dümmsten? Einmal. Das soll ja auch Halt haben, vor allen Dingen. Oh, um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Ja, Zähne gibt es ja in dem Sinn nicht mehr. Und alle anderen Klotzen sind mir nicht zahnmäßig schön genug. Ich habe immer gern. Gibt's oder gibt's die wieder? Stamm. Spitzer Stamm. Spitzer Stamm. Nee, gibt's nicht mehr. Die waren einfach nur mega. Nervös umgucken? Dachte, ich hätte einen Schreihals gehört. Wobei ich. Obwohl, Feuer, vielleicht, vielleicht. Der würde dann quasi. Genau, der würde quasi auf dieser Mauer liegen. Und so aus der Mauer rausgucken. Das wäre mein Plan gewesen, Zerbe, ja. Bloß ist es halt jetzt wieder die Frage: Wie? Schlafend. Vielleicht nicht unbedingt schlafend, aber ja. Der sollte sich da schön ein bisschen ausruhen. Er muss sich aber, glaube ich, da irgendwie von hinten gucken. Ein paar Glassäulen einbauen. Ja, das würde ich gern vermeiden, aber. Ich meine, der erste Kopf steht ja jetzt auch ohne Glassäulen. So, jetzt muss ich kurz gucken. Hier müsste der auch in den Hals übergehen. Quasi. Da müsste man hier eine Rampe hinbauen. Nein, 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 Rampe ist schon okay. Ich will drehen. So, dann müssen wir alles noch farblich, ne, angleichen. So, das wäre dann hier, hier und hier. So, okay. Dann brauchen wir drei. Wie habe ich. Ach, das habe ich jetzt auch schon abgebaut. Hüpf. Ei, 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 nie runterfallen. Lichter machen. Hier. Dann nochmal eine Rampe hin. Gib mir die da. Ne, war schon richtig. So. Geradeaus, der braucht keinen Halt. Ja. Erst den Kopf, dann das kriege ich nicht hin. Das kriege ich tatsächlich nicht hin. Wenn ich das dann verbinde, hat er am Schluss einen Giraffenhals, weil ich überhaupt kein Gefühl dafür habe. Ich baue ja, wie gesagt, immer so nach Augending und ne, nach so Gefühl und da würde ich das tatsächlich überhaupt nicht hinbekommen, hatte, glaube ich. So, wir machen das so. Und das müsste dann, glaube ich, dreifach sein. Genau, wir gehen hier so ein bisschen runter. Ich muss da selber gerade gucken. Bin mir gerade selber nicht so ganz sicher. So, und ab dann kommt quasi der Schädel. Glaube ich, denke ich. So. Aber wenn der nächste nach unten gucken soll. Also, ja, der liegt halt hier und guckt danach geradeaus. Also, der frisst jetzt nicht oder schnuppert hier nicht am Boden, glaube ich. Da kriege ich, glaube ich, nicht hin. Also, wir probieren mal weiter. Wir probieren mal weiter. Okay. Das wäre hier. Jetzt brauche ich natürlich auch drei, ne? Eins, zwei, drei. Das wäre quasi der Schädel. Drei, drei, drei. Wie viel haben wir denn? Ah, verdammt, wie viel haben wir da? Wir haben zwei für die Nase unten. Überfordert bin. Ich glaube, wir können hier auf jeden Fall dicht machen. Ach, hier. Hier ist sie.
Nee, mit Holz vorbauen. Nö. Das muss klappen. Auf Anhieb. Da muss klappen. So, jawohl. Das bedeutet, wir hätten jetzt hier quasi. Ja. Muss mal ganz kurz gucken, wie viel ich jetzt bei dem habe. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Nee, stimmt nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Stück. Hüpf. Nein, ich will auch. So. Der sucht dann die Trüffel. Das ist doch ein Höllenhund, kein Trüffelschweinchen. So. 7. Ich würde sagen, wir machen die Schnauze aber weiter unten. Genau. Ich brauche doch erst hier. Komm, einmal hier hoch, bitte. So. Ne, das ist zu weit weg. Das ist zu weit weg. So. Da macht nix. Okay, macht nix. So, hier. Das kann dann so in Schnauze übergehen. Deswegen machen wir das jetzt mal so. Damit es dann auch noch was ausschaut. Hier hinten. So, aufwerten. Und dadurch hat es gleich mal wieder Halt. Ach, das ist doch super. Gibt auch Trüffelhunde, ehrlich? Gibt es sowas? Okay, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. So. Okay. Hier. Hier. So, so. So, so. Ich überlege noch. Ich überlege noch. So, wir hätten jetzt hier 1, 2, 3, 4, glaube ich, ne? Das ist, glaube ich, zu weit weg. Näher ran. Klar, aber die esse ich alle selber. Richtig so. Genau, das machen wir Stirn. Das machen wir. Nick, immer in die Ducke hier. Stirn Nummer 2. Dann würde ich sagen, kommt hier Auge. Ja, Stirn Nummer 2, Auge und dann unten die Schnauze. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Okay, das sind 1, 2, 3 und dann kommt die Rampe. Das bedeutet, hier muss diese Rampe so hin. Und dahinter kommt dann quasi die Ohrwatscheln. Ja, ich glaube, wir haben es. Nee, warte, wir haben es nicht. Ganz kurz mal weiter überlegen, noch kurz überlegen. Doch, das passt. Wettchen lieber! Ist das eines Winkens? Nee, das wird ein Höllenhund. Ein Wächter, aber ein Höllenhund dieses Mal. Das. Warte, da muss das Ohr hin. Das bedeutet, der darf hier nicht sein. Der muss dann hier sein. So. Und hier ist dann 1, 2, fertig. 1, 2. Nee. Ich muss kurz gucken. So. Ah, nee. Eins, zwei und dann das da. Okay. Ich glaube, ich habe es. Nee, warte, jetzt bin ich zu niedrig. Das ist eins, zwei und genau, dann müsste schon so rum. Genau, jetzt habe ich's. Sehr gut, so muss das sein. So muss das sein. Dann kommt hier nämlich eins, zwei, Auge. So. Dann kommt hier Rampe. Fragt nicht, wie ich baue, ne? Ich habe keine Ahnung, wie ihr das schafft, hier nachzuvollziehen, was ich hier überhaupt mache. Ich habe keine Ahnung, wie ihr das schafft. So. Zack, das wird aufgewertet. So, das ist dann die erste Backe. So, das wird riesig, aber das ist ja nicht schlimm. Wir sind nicht auf Beton. Das ist schon mal gut. Also einmal kurz hier rüber gehen, bitte. Dann müsste ich jetzt hier. Ne, da müssen wir dann gucken. Jo, schade, nicht geschafft. Nicht geschafft. Nach oben. Ach so, ich bin ja noch in der Hocke. Sagt mir das doch einer, dass ich da noch in der Hocke bin.
So, das heißt, der da, dann 1, 2 und hier kommt dann die Rampe raus, richtig? Das wäre quasi die Rampe. Das ist quasi hier jetzt die Wand. Dann zwei Blöcke. Das sind die da. Und dann kommt das Ohrwatschel. Einmal hier und hier. Genau. Dann brauchen wir das in normal. In so. Und zweimal klotzen. So. Und tada, fertig ist es. Hüpf. Fertig ist das Ohr. Jawohl, es hat, es sieht, es passt. Ach, sehr gut, sehr gut. Wärter, Ausrufezeichen. Wärter in den Chat. So, okay, dann ist das in Ordnung. Dann können wir hier runtergehen. Dann machen wir jetzt quasi die Backe auf der anderen Seite fertig. Falls ich das hinkriege, ne? Um Gottes Willen, ne? Warum baue ich immer so komische Sachen? So, mit Schweinchen geht's besser, Trüffelzungen. Ich habe davon keine Ahnung. Aber, ne? Es ist schon sehr interessant, dass es überhaupt geht und alles. So, zack, zack, zack. Dann kommt hier das Ohr oben drauf. So. Ja. Ich bin richtig. Ich bin richtig. Nein, ich bin nicht richtig. Nein, ich bin nicht richtig. Ich bin schon wieder verschoben, ne? Bin wieder verschoben. Warte. Müssen wir doch wieder wegmachen. Der da ist, glaube ich, schon falsch. So. Der muss weg. So. Und der muss weg. Okay. Interessant. Wusste ich nicht. So, das muss auf jeden Fall zu. Und dann ist das der da. Und da muss jetzt das Ohr drauf. So rum. Genau. Dann ist hier quasi die Wand des Rohr. Das ist aber nicht schlimm. Der Cerberus, der frisst sich da einfach so durch. Und dann wäre hier so quasi das Ohr. Das müssen wir halt dann dementsprechend anpinseln. So, genau. Mann, 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 Mann. Dann brauchen wir hier eine Rampe. Jawohl. Richtig. Aufwerten. Und zumachen. Einmal, zweimal zumachen. Und genau hier ist jetzt natürlich ein bisschen doof, ne? Warte, warte. Das ist die Mitte. Nein, da gehört das Auge rein. So. Ich muss mich gerade konzentrieren. Ich lese gleich bei euch. So, 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 so. Und dann kommt hier Auge und eine Rampe rein, richtig? Und jetzt die Rampe. Wenn mich nicht alles täuscht. So. Eins, zwei, drei, Rampe. Ich glaube, ich hab's. Ich glaube, ich hab's. So. Zu dünn in der Mitte, zwei statt drei. Was? Ja. Beim Ohr war das so, ne? Jetzt passt es aber. Jetzt haben wir drei. So, wie geht's dir, Star Freak? So, jetzt einmal kurz gucken. Wir sind jetzt hier in der Mitte. Jetzt sieht's aus wie ein Schweinchennase. Dann unser Trüffelschweinchen. Ein Cerberus mit einem Hundekopf und einem Schweinchenkopf. Hier, eins, zwei, drei. Die Ohren passen jetzt. Genau, jetzt müssen wir quasi weiter nach unten bauen. So. Genießt das schöne Kraulen. Das ist doch was Schönes. So. Es ist halt jetzt nur. Wie mache ich denn das? Das sieht halt jetzt ein bisschen komisch aus. Wir müssen das mit dem Ohr auf jeden Fall noch irgendwie hinbekommen. Okay, dann kommt jetzt die Schnauze. So, und dann brauche ich Farbe, ganz viel Farbe. So, damit wir hier dem Cerberus auch ein bisschen Farbe geben können. Wisst ihr, was ich hier sogar noch ganz cool finden würde? Wedge-Tips. Wedge-Tip für die Augen. So, das machen wir dann, glaube ich, oben bei dem auch noch. Jetzt muss ich nur das Richtige finden, ne? Nein. Ja, so. Ja, sieht doch viel cooler aus. Das machen wir bei dem da oben auch noch.
So, tauschen. Nein! So, und tauschen. Dankeschön. So. Was? Ihr baut wieder Figuren. Jawohl, das muss doch sein. Das muss doch sein. Ich halt's doch nicht aus ohne einen Wächter. Wie soll ich denn die Zombie-Apokalypse überleben ohne Wächter? Das geht doch nicht. Also, noch ein bisschen hoch. Schnauze, noch ein bisschen nach oben. So und so. Okay, jetzt gucken wir gerade mal. Wir haben hier Wedge-Tip, glaube ich. Genau, Wedge und Wedge-Tip. Und dann 1, 2, 3 nach draußen. Okay, 3 nach draußen. Wedge-Tip, Wedge-Tip. Meine Güte, meine Güte. So, hupfen rum. Legt sich in sein Bett und lugt. Alles klar, Marine. Ich wünsche dir später eine gute Nacht. Ich wünsche dir noch viel Spaß im Lurk. Und danke, danke für alles. Und schon mal, ne? Dann gute Nacht später und schlaf später schön. Und wie gesagt, jetzt noch viel, viel Spaß im Lurk. So. Und falls ich schreien sollte, nicht erschrecken, bitte. So. Da. Vielleicht bringe ich dich ja zum Einschlafen. So, und Wedge-Tip. Genau, falls du einschläfst, bye-bye und gute Nacht. So, so, das wäre schon mal. Dann bauen wir hier nochmal die Wedge-Tip-Dinger da. Die da. Die sind, nein, das war schon richtig. Einmal, zweimal und drei war dann die andere Schnuffelnase. Einmal, zweimal und eine Rampe. So, aber die hängt jetzt so komplett in der Luft. Deswegen würde ich sagen, hier... Nein! Das ist komisch, ne? Ein bisschen komisch ist es. Gib mir das hier. Einmal. Und zweimal. Und das wird jetzt aufgefüllt komplett mit zwei Reihen Dingse. So. Ja, nicht, dass er vor Schreck aus dem Bett fällt. Das wäre natürlich nicht gut. Da würde ich mich ganz schlecht fühlen, wenn das der Fall wäre. So, einmal. Und hier brauchen wir dann... Das ist nur zweimal. Das bedeutet eins, zwei... Warte, ich kann die aber gar nicht auf... Doch, die kann ich aufwerten, nur die Mitte nicht. Werten wir mal schnell die Mitte auf. So... Hops zu Marine ins Bett und kuschelt da weiter. Schnarchen? Wer macht das mal? Genau. Eieieiei. So, oh, und dein Level-Up. Sehr gut, sehr gut. So, aber rein theoretisch muss ich jetzt hier so machen, weil der ja so nach unten kippt. Ne, der Kopf. Der ist ja nicht von oben. Da müsste ich fast die Wedge nicht so anlegen. Sondern so. Genau. Weil der guckt ja von oben runter. Das ist ja. Das ist dann so der Geheimtrick, ne, bei der Sache. Nein, nicht die Mitte. Die kann ich doch sonst nicht aufwerten. Obwohl, doch, geht. Geht. Ich kann alles dran klatschen. So, und alles aufwerten. So, und dann haben wir es, glaube ich. So. Braucht man Level... Was Level Up heißt das? Frames aufwerten, richtig. Damit macht man die meisten Level in dem Spiel, auf alle Fälle. So, und dann können wir jetzt nämlich hier dann auch noch eine Rampe nehmen, kopieren und dahin bauen. Weil der Kopf kommt ja von oben nach da runter. So. Muss ich gerade mal kurz reingehen. So, so, so. Das wäre so. Das ist okay. Den kann ich jetzt nicht aufwerten. Und dann kommt der Schädel quasi so runter. Ja, das sieht ganz gut aus. Jetzt muss ich nur gucken, ob wir das da auch halbwegs vernünftig gemacht haben. Keine Ahnung, ob ich noch schnarche. Zerbe schnarcht vielleicht. Dann könnt ihr ja zusammen schnarchen. So.
Es ist halt ein sehr dünner Hals, ne? Hier so. Wir könnten aber. Obwohl, hier, das ist auch quasi alles Hals. So. So, so, so. Es ist ein mythisches Wesen. So, ich bleib mal hier auf dem trockenen Beton. So. Na, doch, doch. Was mache ich jetzt hier noch? Eigentlich müsste ich hier so zumachen. Eigentlich müssten wir hier noch zumachen. Ich glaube, das mache ich jetzt auch. Damit das ein bisschen mehr nach Hals ausschaut. Nein, 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 gib mir so. Schnarcht wie ein Bär. Ei, ei, ei. Ja, dann. So, so. Und jetzt gehen wir hier mit Ecken. Wollen wir denn jetzt Ecken? Gar nirgendwo mehr. So. Dann müssen wir den nochmal wegklopfen. Das ist aber jetzt nicht das Problem. So, so, so. Dann hauen wir den da nochmal weg. Dann passt das, glaube ich, alles besser. So, aufwerten. Jawohl. Komme ich da jetzt? Da komme ich auch noch hin. Ja, dann ist es nicht so ein dünner Hals. Das sieht auf jeden Fall besser aus. Dann muss das hier aber auch nochmal weg. Dann kommt hier nochmal ein viereckiger rein. Ich sag jetzt schon mal Tschüsschen, denn mein Internet macht, was es will. Ah nein, Starfreak. Jawohl, dann. Ich hoffe natürlich, dass dein Internet sich nochmal beruhigt. Aber wenn nicht, dann wünsche ich dir natürlich auch eine gute Nacht. Und vielen, vielen Dank fürs Reinschauen und vielleicht noch dabei bleiben, wenn das Internet mitmacht. Ansonsten vielen, vielen Dank für alles. Und schlaf später schön. Aber ne, wie gesagt, ich hoffe, das Internet beruhigt sich. Wäre schön, wäre schön. So, tada! Oder was sagt ihr, Leute? Das kann man doch jetzt so lassen. Ne? Es sieht ein bisschen besser aus. Es sieht mehr nach Hals aus, als wie gerade mit dem einen da nur. So, und das Gleiche müssen wir jetzt, oh Gott, nochmal machen. Nein! Das ist natürlich doof. Mann, 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 Mann. So. Okay. Dann gehen wir runter. Dann probieren wir das jetzt auch einfach direkt, ne? So, nur wie mache ich das jetzt? Nicht? Dann hat man hier so, ah, sieht das nicht irgendwie cool aus? Und ich habe keinen Zombie in der Nähe, ne? Guck mal, so zwei Köpfe, ne? Ich finde es eigentlich richtig cool. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.